Aufgeben ist keine Option. Ich weiß, dass es vorangehen wird und dass ich es schaffe. Es gab gute Tage und es gab weniger gute Tage, wo ich dann kaum in den dritten Stock geschafft habe. Und dann denkt man natürlich, um Gottes Willen, nicht schon wieder. Ich war im Urlaub. Ich habe urplötzlich einen stechenden, brennenden Schmerz in der Brust bekommen. Habe mir erst nicht so groß was bei gedacht, weil ich vorher noch Sport gemacht habe und mich nicht fett gefühlt habe. Es hat sich herausgestellt, dass ich einen schweren Herzinfarkt hatte und sofort in den OP musste. Dort wurde mir dann auch gleich ein Stent gesetzt als Erstversorgung. Tja, das war erstmal der große Schock. Zu Hause wieder angekommen, habe ich ja leider wieder ein enges Gefühl in der Brust bekommen. Habe mich dann fürs Krankenhaus Barmbek entschieden. Wir haben eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt und haben zunächst die Engstelle, die die Kollegen in der Voruntersuchung nicht behandelt hatten, aber vorbeschrieben haben, versorgt. Aufgrund der Gefäßbeschaffenheit haben wir uns für die Stentversorgung entschieden. Während des stationären Aufenthaltes haben wir gesehen, dass Herr Schuld auch an einer relativ seltenen Fettstoffwechselstörung leidet, die das Risiko für weitere Engstellen, weitere Herzinfarkte um den Faktor 3 bis 4 erhöht. In der Folge habe ich leider immer wieder dieses enge Gefühl in der Brust verspürt, sodass ich mittlerweile 8 Stents bekommen habe in 4 Eingriffen und jetzt als Lösung eine Art Lipidapherese, wo das Blut praktisch gereinigt werden muss, nötig wird. Diese relativ zeitnah aufeinanderfolgenden und immer komplexer werdenden Eingriff, das ist das eigentliche medizinisch Herausfordernde daran. Für den Notfallpatienten bei Herzinfarkt zum Beispiel ist es wichtig, dass er schnell versorgt wird. Natürlich, dass die Qualität rund um die Uhr in gleicher Höhe gesichert ist. Und in Barmbek speziell können wir anbieten, dass der Patient von der Aufnahme bis zur Entlassung unter sehr, sehr einheitlichen Kriterien, die zertifiziert sind, behandelt wird. Was mir geholfen hat, war, dass das ganze Team von der Kardiologie in Barmbek unwahrscheinlich harmonisch ist und auch das ganze Klima während der OP. Ich wusste zu jedem Zeitpunkt Bescheid, was gerade gemacht wird und es war unwahrscheinlich beruhigend und war für mich sehr beeindruckend. Herr Schulz, aktueller Zustand ist gut, seine Herzkranzgefäße sind gut repariert. Er hat einen langen Weg noch zu gehen mit der regelmäßigen Behandlung seiner Fettstoffwechselstörung. Grundsätzlich soll er aber Sport aufnehmen und wird auch Sport aufnehmen, um das Herz weiter kräftigen zu können. Das Schlimmste war für mich dieser Stillstand, keinen Sport zu machen. Also deswegen bin ich jetzt ganz dankbar und ganz froh, dass ich langsam meine Aktivitäten steigern kann und hoffentlich auch bald wieder meinen ursprünglichen Sport wieder ausüben kann.